Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Rome Total War, und zwar zur letzten Folge vor den Ferien. Wir spielen die Karthager natürlich, sind jetzt, glaube ich, bei Folge 37 angekommen. Und ja, ich fahre morgen früh schon in Ferien und habe mir gedacht, ich muss unbedingt noch eine Folge raushauen, denn ich habe es leider versäumt, im Voraus dieses Let's Play aufzunehmen. Glücklicherweise habe ich aber eine Menge andere Videos, die dann, während ich in Ferien bin, freigeschaltet werden. Das geht ja, wenn man Partner ist, das heißt, man kann einstellen, wann das nächste Video freigeschaltet wird. Gut, ein Video kommt jetzt also noch zu Rome Total War hier. Es kommt auch eine Menge zu Rome 2, das kann ich an der Stelle schon mal ankündigen. Und der ein oder andere Zuschauer mag es vielleicht jetzt schon bemerkt haben, ich nehme jetzt mit einem anderen Mikrofon auf und hoffe natürlich, dass der Sound angenehmer für euch ist. Gut, dann schauen wir mal, wie die Lage im Moment ist. Oscar wird belagert von den Römern. Das ist eine Situation, die mir gar nicht gefällt, weil das eine wirklich sehr, sehr starke Armee der Julier ist. Gleichzeitig haben wir ja noch den Kriegsschauplatz in Griechenland, wo wir momentan nicht belagert werden, was wirklich mal eine Ausnahmesituation ist. In Korinth sind wir auch schon am Fortbilden ganz fleißig, also reparieren wir auch die Mauern und so weiter. Sparta, da sind die Leute jetzt unzufrieden, da können wir aber nichts dran ändern. Wir könnten den Steuersatz, der ist ja schon auf niedrig, also wir können ihn nicht weiter herabsetzen. Da muss jetzt eben Sparta durch. Hier haben wir eine feindliche Flotte, Admiral Spurius, und den wollen wir doch gleich mal abfangen. Auf geht's, und der wird jetzt hoffentlich versenkt. Jawohl, hat geklappt. Und dann können wir mit der Flotte zurück nach Athen und Athen belagern. Gut, gleichzeitig haben wir jetzt natürlich den Hauptkriegsschauplatz hier in Griechenland, Griechenland hier in Italien, bei Rom. Beziehungsweise wir kommen ja langsam nach Arretium mit unserer großen Armee. Wir haben dort sehr, sehr viel Kavallerie mit dabei, was ja absolut unserem Spielstil entspricht. Und wir haben ja jetzt aus Karthago noch Elefanten, die auf dem Weg sind. Und da möchte ich jetzt schauen, wo sind die denn drin? Hier sind sie drin, alles klar. Das heißt, das hier ist unsere Verstärkungsflotte mit Elefanten. Die darf gleich schon mal Richtung Rom lossegeln. Ja, genau da darf sie hin. Gut, und dann würde ich sagen, sind wir beinahe schon darauf angewiesen, in die nächste Runde zu gehen, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Ja. Hier haben wir noch so eine kleine Mini-Armee, die könnte natürlich noch nach Rom rein. Könnte allerdings auch hier schon mal ein bisschen ärgern. Wir nehmen mal einen Kavalleristen und ärgern damit ein bisschen. Belagern einfach mal Ariminium und lenken den Feind dort damit ab. Und der Rest der Armee geht nach Rom. Gleichzeitig haben wir jetzt dadurch auch hier Tiberius Avilius gescoutet, der ja auch eine recht starke Armee hat. Das heißt, wir haben jetzt hier es mit 2,5 römischen Full-Stack-Legionen zu tun. Und wir haben dagegen eigentlich nur eine große Armee. Die Frage ist natürlich jetzt, bewegen wir uns durch dieses Tal oder bewegen wir uns durch dieses Tal? Und ich bin absolut dafür, dass wir erstmal bei Arretium kämpfen. Das alles wird allerdings in der nächsten Runde geschehen, deshalb gehe ich jetzt auch in die nächste Runde. Ich habe das Gefühl, diese Runde wird sehr, sehr ereignisreich sein. Gleichzeitig Truppenbewegung und, ja, unsere Kavallerie hier wird angegriffen, das war zu erwarten. Wir ziehen uns zurück und, wurden dementsprechend jetzt auch nicht weiter belangt. Jetzt Thrakien, was macht Thrakien denn? So lange ist. Ja, in Sparta gab es einen Aufstand, da wurde ziemlich viel beschädigt, also Sparta ist richtig, richtig unzufrieden gerade. Mit der Situation, Korinth wird belagert. Wurde in Korinth denn rechtzeitig fortgebildet? Ja, es wurde rechtzeitig fortgebildet, perfekt. Sehr, sehr gut. Dadurch haben wir eine Chance gegen diese Armee von Hauptmann Herius. Jetzt müssen wir in Sparta eben schauen, was wir tun. Ich bin dafür, dass wir ein paar Bauern ausbilden. Und dass wir natürlich die Gebäude reparieren. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Gleichzeitig, ja genau, Korinth wird belagert. Rundenbericht. Wir schauen erstmal die ganzen Berichte durch. Kleinstadt wächst, Scalabis, okay. Die archimedische Schraube wurde entwickelt. Wunderbar. Und wir sind die stärkste Seite, das heißt, wir haben momentan die stärksten Einheiten auf der gesamten Kampagnenkarte. Ist doch schon mal recht beruhigend. Jetzt wurde sehr, sehr viel gebaut. Dann können wir mal in Palma schauen, was dort jetzt noch Neues gebaut werden könnte. Auf Palma, ja, da wäre ein Hafen ganz gut, eine Schiffswerft. Bauen wir mal eine Schiffswerft. In Messana ist der große Bazar fertiggestellt worden. Und dort wäre ich dann in der Tat mal für eine Geheimpolizei. In Dimidi ist der eindrucksvolle Tempel des Baal fertig geworden und wir bauen dort jetzt, in Dimidi, was brauchen wir denn bitte in Dimidi? Bauen wir mal eine Akademie. Irgendwie soll die ja auch mal besonders sein, die Stadt. In Tarentum sind die öffentlichen Bäder endlich fertig.
Das heißt, wir schreiten jetzt voran zum Bau einer Hinrichtungsstätte. Und in Capua sind die Pflasterstraßen errichtet worden. Das heißt, dort bauen wir jetzt auch nochmal eine Geheimpolizei, würde ich sagen. Wunderbar. Gibt's sonst noch irgendwelche... Nee, ansonsten wurde nur repariert. Rekrutiert wurde eine Langschildkavallerie in Sparta. Ansonsten wurde nur fortgebildet. Und jetzt kommt's quasi zum großen, großen Kampf. Und zwar stellen wir jetzt mit unserem General Theopropides Kirta den Hauptbefehlshaber der Julia, glaube ich, Herius Ostorius, auf in den Kampf. Und 1253 Karthager stellen sich hier 1204 Römern entgegen. Diese Schlacht wird natürlich auf der Schlachtkarte ausgetragen und ich bin ja mal gespannt. Übrigens, falls hier Sound und Bild leicht verschoben sein sollten, tut es mir leid. Ich nehme jetzt zum ersten Mal getrennt Bild und Tonspur auf. Das heißt, es kann sein, dass das leicht verschoben ist, aber ich glaube, das wird schon gehen. Genau. Und jetzt schlagen wir diese Schlacht, die möglicherweise eine Entscheidungsschlacht um Italien sein könnte. Denn sollten wir diese Schlacht verlieren, haben wir wirklich keine Hauptarmee mehr in Italien, mit der wir großartig erobern können. Dann können wir uns höchstens noch verteidigen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass diese Schlacht jetzt gut ausgeht für uns. Wir haben massiv Kavallerie dabei, also wirklich massiv. Und wir haben auch noch sehr, sehr gute Phalangen hier rumstehen. Leider haben wir keine sehr hohe Framerate hier im Kampf, aber gut. Müssen wir damit klarkommen. Dann würde ich sagen, los geht's, ihr Karthager. Sie, um den Sieg zu sichern? Stürmt den Feind. So, was hat der Feind alles dabei? Hier Velites, Hastati, ganz viele Principes in der zweiten Reihe, alles voll. Dann ganz viele Equites nochmal. Eine wirklich starke Armee, sogar Ballisten sind mit von der Partie. Und da hinten kommt bei uns eine Kavallerie an, die wir aber gar nicht steuern können, weil wir im Moment das Maximum an Einheiten haben. So, leider leckt hier wirklich ein bisschen die Aufnahme. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. So, jetzt haben wir unsere Kavallerie, die wir gleich mal aufsplitten wollen. Und zwar geht die eine Hälfte auf die eine Flanke und die andere Hälfte auf die andere. Auf unserer linken Flanke werden wir sicherlich durchbrechen können mit der Kavallerie. Auf der rechten wollen wir die feindliche Kavallerie nur abhalten. Das heißt, wir wollen sie aufhalten. Jetzt müssen wir schauen, da sind nur Principes. Die könnten den Feind nicht so unterstützen im Kavalleriekampf. Das heißt, es läuft ganz gut. Unseren General ziehen wir noch näher hinzu, während unsere Phalangen weiterhin unerbittlich vorrücken. Jetzt gehen wir mal in den Charge mit der Kavallerie, würde ich vorschlagen. Jawohl, da geht's auch schon los. Unsere Einheiten greifen die des Feindes an. Wunderbar. Das hat geklappt. Gleichzeitig müssen wir hier hinten aufpassen. Dort werden wir jetzt schon von diesen Hastati mit Speeren beworfen, aber das dürfte klappen. So, gleichzeitig rücken unsere Phalangen weiter. Und wir haben die feindliche Kavallerie vertrieben, gehen jetzt auf den feindlichen General. Und zwar mit 3 Kavallerieeinheiten, Langschild- und Rundschild-Kavallerie. Ich glaube nicht, dass der das überleben wird. So, gleichzeitig haben wir jetzt hier mit der Kavallerie die feindliche Kavallerie vertrieben und gehen jetzt mit unserer Kavallerie in den Rücken des Gegners. Wir werden jetzt also auch hier dann angreifen. Auf geht's, Angriffsbefehl wurde erteilt. Er bleibt nicht standhaft, sondern läuft davon. Bei den Göttern. Was war so, da fällt er, der feindliche General. Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. So, gleichzeitig sollen die Phalangen natürlich versuchen, weiterzurücken. Und das ist ein Sieg auf der ganzen Linie, wenn ich das richtig sehe. Unsere Kavallerie bündelt sehr viele Einheiten des Feindes und gleichzeitig können wir dann noch mit anderen Kavallerieeinheiten in den Rücken fallen. Eine riesige Massenpanik entsteht und wir zertrampeln hier wirklich alles beim Feind. Da seht ihr es. Die Römer wurden aber sowas von vernichtend geschlagen. Das war Rache. Das war Rache für diese Niederlage, die wir erleiden mussten mit unserer Elite-Armee. Hier haben es die Langschild-Kavalleristen also dann gerecht und ich glaube, die Römer werden noch in Jahrhunderten von dieser Niederlage sprechen, wenn sie denn überhaupt noch existieren, denn wir werden sie natürlich von der Landkarte tilgen. So grausam das klingt. Aber die Römer sind unser Erzfeind, die müssen weg. Außerdem sind sie unser größter Konkurrent, was
die Herrschaft des Mittelmeers betrifft. Gegen die Ägypter werden wir auch noch vorzugehen haben. Aber die Römer, die sind im Moment unser größter Feind. Und dieser ist gerade im Begriffe zu fallen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Befehle geben. Da. So, und hier hinten Langschildkavallerie, weiß auch nicht, was sie tun soll. Na? So, hier steht ja unsere andere Langschildkavallerie, die wir leider nicht befehligen können, weil wir im Moment das Maximum an befehlbaren Einheiten hier drin haben. Das wird in ROM 2 ja übrigens anders sein. Dort wird es möglich sein, viel mehr Einheiten pro Schlachtfeld zu kontrollieren. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Wird natürlich unübersichtlich, aber auch umso epischer. Und es geht ja nicht nur ums Epische in einem Strategiespiel, das ist mir schon klar. Aber ich sag mal, ich vertraue einfach darauf, dass sie das Spiel episch und strategisch hinbekommen. So, leider laufen die jetzt ein bisschen zu weit links, sonst würden diese Langschildkavalleristen sie wahrscheinlich noch abstechen. Der Feind kann nicht mehr anders als rennen. So, das ist ein klarer Sieg. Die Römer haben uns gerade mal 150 Mann abnehmen können. Unsere Infanterie ist unbeschadet davon gekommen. Ein bisschen Kavallerie haben wir dabei verloren. Aber mein Gott, der Feind selber hat 1168 Männer verloren. Insofern, das war wirklich ein heftiger Kampf und übrigens eine seltene Begebenheit. Wir haben genauso viele Feinde getötet, wie bei uns überlebt haben. Auch mal interessant. Spricht ja für uns, ne? Gut, wir sollten im Frieden bereiten, was wir im Krieg benötigen. Das ist ja, ich weiß nicht genau, dieser eine römische Satz. Wenn du den Krieg willst, wenn du den Frieden willst, dann bereite dich für den Krieg vor. Also, si pacem voluis bellum paravis, keine Ahnung. Gott, ich kann kein Latein mehr. Die Schule ist vorbei, ich habe Ferien, ich interessiere mich auch nicht mehr für Endungen. Insofern unterlasst es einfach, mich auf die Falschheit dieser Form hinzuweisen. Jetzt haben wir die Wahl. Wir könnten zum Beispiel Ariminium erobern. Oder wir belagern Arezium. Wenn wir Arezium belagern, wird diese Armee nicht eingreifen und wird möglicherweise Rom angreifen. Wenn wir Ariminium angreifen, könnte Arezium Rom angreifen. Ich glaube, wir gehen auf Arezium. Ja, ich glaube, das ist die beste Lösung hier. Wir wollen dann natürlich ein paar Belagerungstürme schon bauen. Und die Stadt einfach mal belagern. Sie wird 8 Runden aushalten, also sehr, sehr lange. Das wird also noch sehr lange dauern, bis uns die Siedlung da gehört. Das verschafft uns aber die Zeit, die wir brauchen, um unsere neuen Elefantenarmeen heranzuschaffen nach Italien. Und ich habe ja schon erwähnt, es wird eine etwas kürzere Folge und das wird es in der Tat werden. Wir werden jetzt hier unsere Armeen zusammenlegen bei Oscar, denn die Belagerung wurde abgebrochen vom Feind. Was ja sehr erfreulich ist. Es fehlt noch eine Einheit, da holen wir also noch Kavallerie hinzu und jetzt greifen wir Lentulus Carbo hier an. 1332 Männer gegen 1347. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Entscheidung war, aber wir schlagen sie. Es ist die Schlacht um Spanien, könnte man sagen. Also wieder eine sehr, sehr entscheidende Schlacht. Wenn wir diese Schlacht verlieren, dann haben wir kaum noch Chancen, Spanien zu halten. Wenn wir diese Schlacht gewinnen, dann haben wir Spanien sicher. Also zwei ganz wichtige Schlachten in dieser Folge und ich sag euch wirklich, wie es ist. Ich bin erstens aufgeregt und zweitens macht es Riesenspaß. Und ich denke, das ist genau das, was ein Computerspiel einem bieten sollte. Aufregung und Spaß. So, wir haben hauptsächlich barbarische Söldner dabei. Ansonsten haben wir noch ein paar spanische Söldner, haben auf jeden Fall eine Söldnerarmee, so viel steht fest. Und wir haben natürlich noch eine Menge starker Kavallerie, wobei es sich hierbei um Rundschildkavallerie handelt, die ist nicht ganz so stark. Allerdings haben wir davon sehr viel, deshalb bin ich doch relativ optimistisch, dass das klappt. Hier machen wir noch eine Gruppierung rein, so. Und dann starten wir die Schlacht. Es geht los und da steht die römische Armee. Diesmal haben wir es mit sehr, sehr starken Kohorten wieder zu tun. Allerdings, möglicherweise bringt unsere Kavallerie uns ja den Vorteil, den wir brauchen. 4 Stück auf die linke Flanke, 4 Stück auf die rechte Flanke. Es kann losgehen. Und was sehe ich hier? Equites waren im Anmarsch auf uns. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das wollen wir mal unsere Barbaren ausrichten. Uiuiuiui, was macht die Kavallerie da? Was macht die Kavallerie da? Die muss ich jetzt manuell rausbewegen. So, gerade noch abge...
wendet hier den Angriff, den ich ja auf die Kavallerie des Feindes eben befohlen hatte. Wir sollten gleich von Anfang an die Kavalleriehoheit uns sichern, deshalb gehen wir jetzt auch recht schnell auf die feindliche Kavallerie los, glaube ich. Außerdem kann unsere Kavallerie ordentlich für Verwirrung sorgen, sodass unsere Söldner ihre ganze Kraft entfalten können. So, ich würde sagen, Charge auf die Equites. Auf geht's, und die werden sehr schnell fallen, die Equites. Gegen unsere erfahrenen Rundschildkavalleristen und auch noch gegen diese Masse dürften sie keine Chance haben. Da fallen sie natürlich in Scharen. Und unsere Kavallerie holt sich jetzt die Equites an der anderen Flanke auch noch. Möglicherweise erwischen wir sogar noch rechtzeitig den feindlichen General. Ja, auf der anderen Flanke kämpfen wir jetzt auch schon gegen die Equites. Hier wurden die Equites jetzt vertrieben und wir gehen gegen den General vor. Auch auf der anderen Seite sind die Equites jetzt tot. Und wir wollen natürlich jetzt nicht gegen die Infanterie gehen. Das ist klar. So, und dann chargen wir doch mal den Hügel herab auf die Einheiten, die uns da holen wollen. So, unser General ist dabei. Unsere Kavallerie macht hier ziemlichen Mist. Das haben wir nicht befohlen, liebe Leute. Warum kämpft ihr da? Was soll das? Dadurch flieht unsere Kavallerie jetzt. Das ist gar nicht gut. Wir haben unsere Kavallerie verloren. Uiuiui, da hat uns der Römer ordentlich gelinkt. Das könnte nochmal schwer werden hier. Jetzt wollen wir mit der Kavallerie die Kriegshunde ein bisschen aufhalten. Ja, unsere gesamte Kavallerie hier flieht. Unsere gesamte Kavallerie. 4 Einheiten Kavallerie fliehen, das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht gut für uns. So, gleichzeitig läuft es beim Infanteriekampf noch einigermaßen. Wir sind hier gerade gegen die Bogenschütze und gegen die Hunde noch am Kämpfen. Das allerdings läuft. Nicht standhaft, sondern noch davon lohnt es sich, ihn zu töten. So, glücklicherweise flieht jetzt der feindliche General und wir werden unsere Kavallerie jetzt benutzen, um schnell zu diesen Principes zu gelangen, um denen in den Rücken zu fallen. Dort müssen wir nämlich jetzt dringend mal den Sieg erringen an der Stelle. Die römischen Infanteristen sind unseren älteren Infanteristen absolut überlegen. Und das ist ein Makel, den wir nicht lange aushalten können. Da werden unsere Truppen sonst es mit der Angst zu tun bekommen wie hier. Und jetzt muss unsere Iberer-Infanterie helfen. Unsere Kavallerie indes könnte jetzt hier für den letzten Kick sorgen, damit die römischen Einheiten fliehen. So, hier ist unsere Kavallerie zurückgekehrt. Sehr gut. Das war auch absolut notwendig. Wo ist unser General? Irgendwo hier hinten. Okay, vor mit ihm. Hier ist nochmal eine Kavallerie zurückgekehrt. Sehr schön, jetzt fliehen die Römer auch an dieser Hauptfront. Perfekt. Und jetzt können wir uns der anderen Front zuwenden, hier der mittleren, wo wir ja gerade am Verlieren waren. Dort kann jetzt nochmal unsere Kavallerie rein. Und das dürfte dann wirklich den Sieg bringen, hoffe ich doch mal. So, hier mit der Kavallerie dann nochmal auf die römischen Bogenschützen. Oh, wobei, da bricht alles zusammen hier. Alle Fronten brechen zusammen. Es könnte nochmal eine enge Kiste werden hier. So, jetzt brauchen wir unsere Kavallerie wieder im Hauptkampf und bitte nicht irgendwo anders. Eieieiei, und da flieht sie auch schon wieder, unsere Kavallerie. Also, auf die ist wirklich nicht so viel Verlass wie auf die Langschildkraft. Da fliehen sehr viele Einheiten von uns. Es sieht nicht gut aus für uns, gar nicht gut sogar. Jetzt muss unser General noch hinzu. Und hier kommt jetzt nochmal ein bisschen Kavallerie, die Entscheidung bringen könnte. Aber wir müssen dadurch Principes durch. Die halten uns natürlich richtig auf. Allerdings, sie fliehen, während wir durch sie durchreiten. Sie fliehen, perfekt. Das könnte für nochmal Panik unter den Römern sorgen. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt alles hier auf die Hauptarmee der Römer stürzen. Die ganze Kavallerie rein, die Infanterie nach. Jetzt kommt nochmal unser General zu motivieren. Jawohl. Jawohl, da flieht der Feind. Ich sehe es bereits kommen. Ja, perfekt. Aber da ist noch eine Menge übrig beim Feind. Da ist noch eine Menge übrig beim Römer. Wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Da ist noch eine Menge übrig. Das ist kein leichter Kampf hier. Aber ich bin sehr zufrieden, wie unsere Söldner vom Hügel herab die Römer hier einigermaßen bezwingen können. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch
über den Erwartungen, die ich jetzt gehabt hätte an diese Infanterie. So, ein paar römische Einheiten sind aber noch übrig. Wir sorgen dafür, dass sie nicht zurückkommen, indem wir sie hier mit der Kavallerie niederreiten und dadurch ihre Moral noch zusätzlich schwächen. So. Läuft gut, alles sicher. Schlacht gewonnen. Spanien gehört uns. Und die Julier sind vernichtend geschlagen worden. Perfekt. Der Feind flieht, jagt ihn vom Feld. Die Schlacht wird natürlich fortgesetzt. Ruhe noch Mitleid. Gut. Gleich haben wir alle Einheiten fertig verfolgt. So, und hier sieht man übrigens, wie die Barbaren schnell laufen können. Die holen hier die Römer ein, obwohl die Barbaren völlig erschöpft sind und die Römer nur erschöpft. Also, starke Leistung. Die Söldner haben sich mal sowas von gelohnt. Und die haben wir auch sicherlich gebraucht. Gleichzeitig, dadurch, dass einige Söldner jetzt hier gestorben sind, haben wir viel weniger Ausgaben pro Runde, was auch schon mal ein Vorteil ist. Und dennoch haben wir noch genug Armee übrig, um mit der kämpfen zu können, falls die Römer nochmal kommen. So, da oben ist nochmal eine riesige Einheit Hastati. Wenn die sich wieder fängt, dann haben wir ein Problem. Oh, oh, oh. Aber wir können sie niedermetzeln. Sie rennen uns direkt in die Arme und werden natürlich vollkommen zerstört. So, damit haben wir es geschafft. Die Römer sind vertrieben. Wir können hier noch gegen die Hastati rennen mit der Kavallerie, aber der Kampf ist gewonnen. Wunderbar, freut mich. Schnelleres Tempo kann aktiviert werden. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Das war eine sehr erfolgreiche Folge und die letzte Folge für 2 Wochen. Wenn ihr mich in diesen 2 Wochen sehen wollt, ich werde natürlich Videos hochladen. Aber wenn ihr mich mal treffen wollt, dann könnt ihr auf der Gamescom vorbeischauen. Ich werde am Rome 2 Stand natürlich oft sein. Ich werde auch bei Let's Meets Gamescom sein. Das ist so ein Projekt von der Kölnmesse und GameStar. Dort werde ich zusammen mit Günther Shadow eine kleine Show abziehen. Informiert euch einfach, das wird dann im Programmplan stehen, wann wir da sind. Wahrscheinlich donnerstags, aber ich kann nichts versprechen. Ich bin selber vom Pressetag bis zum Samstag auf der Gamescom. Samstag, Nachmittag, Abend fahre ich wieder. Vielleicht trifft man sich ja mal. Ihr könnt gerne vorbeikommen und mal mit mir eine Runde plaudern oder machen, was auch immer ihr machen wollt. Ich würde sagen, das war doch mal eine schöne Folge, ein schöner Abschluss hier. Damit kann ich beruhigt in die Ferien gehen. Die Folge wurde jetzt doch recht umfangreich, recht lang, aber ich denke mal, das hat sich gelohnt. Wir werden natürlich hier in so Städten wie Kroton das Problem der Zufriedenheit noch zu lösen haben, aber ich denke, das kriegen wir hin mit ein paar Bauern und außerdem können wir auch noch ein paar Truppen verlagern, von Tarentum nach Kroton zum Beispiel hier. Jawohl, jetzt sind beide wieder einigermaßen happy. Gleichzeitig wird Korinth belagert, das wird eine Aufgabe für die nächste Folge, die sicherlich bald kommen wird. Wir speichern das Spiel ab und... wir speichern es woanders drüber. Kann ja sein, dass irgendwas schiefgegangen ist mit der Aufnahme. Gut, wir speichern es woanders drüber. Kata 2 ist also jetzt der neueste Stand. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer General Pilofas.